Roger, wenn du dich weiter so benimmst, ne? Ich möchte heute eine Frage beantworten, beziehungsweise bei der ich weiß, dass sie mir viele Hundehalter so nicht stellen würden, aber genau deswegen möchte ich sie beantworten. Was sagt man so einem Menschen, der vielleicht nichts mit Hunden zu tun hat? Es ist klar, dass man mit so einem Hund vielleicht auch ein bisschen verstärkter die Nachteile genießt, die eigentlich jeder Hundehalter hat. Ja? Das bedeutet, dass ihr Einschränkungen bei der Freizeitgestaltung habt und so weiter, oder dass ihr den Hund nicht überall mitnehmen könnt, dass es Leute gibt, die Hunde nicht mögen und so weiter. Und natürlich habt ihr das ein bisschen verstärkt. Das kann sich aber, glaube ich, jeder denken. Der größte negative Punkt ist für mich eigentlich die Sache mit der Gesundheit. Also ich bekomme es, also was, ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sagen häufig mit, aber ich bekomme schon hin und wieder mal mit, dass sich gewisse Leute für die Videos interessieren, schauen sehr oft, dann schreiben sie mal per Instagram und so weiter. Man merkt einfach, die Leute, die haben Bock, die haben Interesse. Da weiß man, dass die Leute verantwortungsvoll mit diesem Hund umgehen. Und dann bekommt man immer mal wieder mit, wie so der Stand ist. Und genauso schnell, wie es dann halt auch angefangen hat, geht es dann auch zu Ende. Weil der Hund dann irgendwie erkrankt oder sowas. Das ist sehr traurig, aber es ist nun mal so. Der zweite negative Punkt ist eigentlich schon so ein Punkt, den muss jeder für sich selbst ausmachen. Für mich ist es eher ein negativer Punkt als positiv. Und zwar ist es einfach, dass man mit diesem Hund unglaublich auffällt. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt mit ihm irgendwie in der Stadt ist oder so, oder einfach unter vielen Menschen, dann wird schon sehr stark geguckt. Ja? Komm, da geht's lang. Ja, so. Es ist nicht so, dass mich das so extrem stört, aber es ist jetzt auch nicht so eine Sache, die ich halt irgendwie super geil finde. Ja? Man merkt nur, es ist häufig eine andere Erwartungshaltung da, und die würde ich halt als eher negativ beschreiben. Es gibt für mich kaum, beziehungsweise es gibt für mich keine Dinge, die ich dieser Rasse speziell zuschreiben würde. Es gibt natürlich Eigenschaften, die man dieser Rasse zuschreibt, die schwierig zu handeln sind oder die einfach ausgeprägter sind. Und ich kann mir einfach gut vorstellen, dass diese als negative Punkte gewertet werden, wenn man mit diesen nicht umzugehen weiß oder man bekommt sie nicht so wirklich in den Griff. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr, sehr anstrengend ist, wenn man so einen Hund nicht ganz versteht oder nicht ganz so im Griff hat. Und ich glaube, der größte negative Punkt bei diesem Hund ist... Na, was hast du gegessen? Ich glaube, das sind die Pizzastücke von meinem kleinen Bruder. Ne? Schöne Grüße an dieser Stelle. Dieser Hund ist ein Wachhund. Und ein Wachhund besticht vor allen Dingen durch seine Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit... Schon wieder ein Auto. So. Wie äußert sich das zum Beispiel? Der Hund, der will immer alles irgendwo... Ach du Heilige! Der Hund möchte immer alles im Blick haben. Und wenn... Ich merke es bei Jeff immer, umso weniger er ausgelastet ist, desto stärker werden seine Triebe, seine Eigenschaften. Das, was man halt so erwartet von so einem Dobermann, das sieht man dann immer stärker. Und das ist auch diese Aufmerksamkeit. Und was bedeutet das? Das ist zum Beispiel auch dieses Vorrennen. Der Hund, der möchte alles erkunden, der möchte alles auch irgendwo unter Kontrolle haben. Er wurde dafür gezüchtet, sowas zu machen. Und das kann auch sehr problematisch werden. Ihr seid draußen, vor euch laufen Leute. Der Hund will da hingehen und der will die Situation checken. Also, Jeff macht nichts, aber wenn er zu viel Energie hat oder so, und ich mache lange nichts mit ihm, dann kommt er auch auf die Idee, immer vorzurennen, zu gucken, was machen die Leute. Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann versucht er mir das auch immer irgendwie so mitzuteilen. Es gibt sicherlich Situationen, da ist es dann brisanter, aber das sind halt solche Dinge, die man sich halt auch irgendwo überlegen sollte. Ja?
Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Negativität aufzeigen bei diesem Hund. Wie gesagt, es ist sehr schwer für mich. Ich mache jetzt noch ein Video über die positiven Eigenschaften. Da werdet ihr sehen, das fällt mir viel, viel einfacher.